Ja, und ein herzliches Willkommen, meine Ivis. Willkommen zu einem weiteren VGC-Modus-Part. Ich habe auch schon wieder, oder es ist schon wieder, mein Rahmen umgearbeitet worden. Ihr seht es schon. Es ist wieder ein ganz neuer Rahmen. Und ich glaube, so wird er hier auch erstmal für eine Zeit lang bleiben für weitere Videos. Und ja, wir spielen hier weiter. Wir wollen an die Saisonliste hier mal gucken, ob wir es schaffen, hier auf die Nummer 1 zu kommen. Und bis jetzt sieht es ja eigentlich ganz akzeptabel aus. Und es wird jetzt ein Großprojekt von mir, würde ich gerne starten. Ich muss auch noch den Kampfresort, werde ich auch noch beenden, definitiv. Für die Leute, die sich fragen, oh Gott, wo bleibt denn dieser Part? Ja, der wird auch definitiv noch beendet. Und hier sehen wir auch schon das Team des Gegners. Zapdos, Anmungos, Terrakium, Dementeros. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Es ist so ätzend. Und Glurak, wir nehmen hier auf jeden Fall unser Bisaflor mit. Da es hier einfach, ja, ich sag mal, sehr, sehr, sehr viel reißen kann. Und wir werden unser Milotic auch, ja, obwohl Milotic ist auch wieder so eine Sache. Wir können hier, ja, wir werden hier auch unsere Aerokex mitnehmen. Doppelbedroher, ja, ja. Das gefällt mir. Und wir werden hier, das Heatwim ist hier auch schon wieder eine Sache. Nahkampf von Terrakium, das wird schon bitter. Auch von Lando ist hier mit dem Erdbeben, wenn es das drauf haben sollte, ist schon sehr böse. Wir gehen hier deswegen, unser Milotic nehmen wir mit, da wir hier mindestens 5 Pokémon mit Milotic hier ausschalten können durch den Eisstrahl und den Eissturm. Nur dieses Gastrodon, da müssen wir uns sehr in Acht nehmen, wenn es die Fähigkeit natürlich Sturmzug besitzt, was das halbe Team hier natürlich sehr gut treffen kann. Und ich gehe mal davon aus, es wird es besitzen. Wir werden hier mit unserem Bisaflor leaden, mit Dementeros gleich am Anfang, da er einfach das ganze Team größtenteils auf physische Angriffe ausgesetzt hat. Und ja, wir starten hier jetzt auch, meine Ivis. Ich hoffe, wie gesagt, euch gefällt dieser tolle neue Rahmen. Lasst mir auch mal wieder einen Kommentar da. Und wie ihr den findet. Und er leadet hier mit Zapdos und Terrakium beide zusammen. Ist okay, ist sehr gut sogar, ist sehr gut. Kriegen wir den ersten mit Roar raus. Und werden dann auch gleich in unser Aerokex mit einer Kehrtwende wechseln. Ist nur die Frage, würde er hier jetzt natürlich predikten, dass wir auf Terrakium gehen. Und ich wäre da abgeneigt. Ich werde hier auf dem Schutzschild gehen. Gucken wir, was er machen wird. Er wird wahrscheinlich die Hitzewelle haben. Und wir gehen erstmal auf dieses Zapdos. Und werden mit einer Kehrtwende rausgehen. Wenn dieses Terrakium, was in den meisten Fällen, meistens in der ersten Runde mit einem Schutzschild gespielt werden kann, um zu gucken, was macht der Gegner. Und weil wir auch mit Gigasauger hier gut treffen, er spielt hier das Schutzschild, spielt es auf Terrakium. Ja, das haben wir predicted. Wir spielen hier auf Bisaflor, da natürlich jetzt, ich vermute mal, sehr stark die Hitzewelle kommen wird. Switchen hier raus mit unseren Dementeros, das wollen wir natürlich nicht tanken, und wechseln auf unser offensiv-besten Aerokex. Ich werde auch nochmal irgendwann, muss ich mal gucken, ob ich das nächsten Part oder übernächsten Part schaffe, in der Beschreibung die ganzen EVs oder DVs Werte machen. Schreibt es mal einfach unter das Video, wenn ihr das gerne wollt. Dann packe ich das auch in den nächsten Parts da rein. Und ja, hier kommt unser Aerokex. Wir kriegen schon den zweiten Bedroher raus. Damit muss er hier jetzt auch schon wieder auswechseln. Er bringt dich den Rückenwind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er bringt den Rückenwind und nicht gleich die Hitzewelle. Ist okay. Kann man machen. Und wir spielen hier jetzt erstmal den Gigasauger plus Mogelhieb auf dem Terrakium, beziehungsweise auf das Zapdos, da er hier rauswechseln muss im Prinzip. Er ist schon bei minus 2. Er wechselt hier raus. Wir spielen jetzt erstmal den Mogelhieb auf Zapdos. Und auf was wird er hier switchen? Auf Glurak. Ja, kann man machen. Ist auch okay. Wir haben hier unser Dementeros, das Glurak sehr gut rausnehmen kann. Wären wir hier für eine Sludge-Bomb gegangen, die hätte schon ein bisschen mehr Damage gemacht. Und wir wechseln hier jetzt raus auf unser Bisaflor und unser Milotic und gehen jetzt hier für eine Standpauke. Das wird beide sehr hart treffen. Wenn er jetzt das Terrakium nicht reinholen sollte, schwächen wir auch das Glurak ein bisschen ab. Und er wird wahrscheinlich sowieso gleich in die Mega-Mega-Mega-Entwicklung gehen. Oh, es ist im Moment echt so spaßig, der VGC-Modus. Es kann so viel passieren und auch immer diese Hacks ganz oft. In den letzten Parts war es schon ganz oft so der Fall. Und jetzt auch wieder.
Wir wechseln in unseren Milotic. Er wird wahrscheinlich für die Hitzewelle gegangen sein. Vielleicht auch Doppelhitzewelle. Ja, das wäre... Ja, ich will nicht sagen predictbar, aber predictbar, ja? Ja. Erst kommt hier erstmal die Dürre, kommt hier raus. Zapdos steht natürlich daneben, das ist natürlich klar. Und die erste Hitzewelle kommt, die müssten wir eigentlich noch locker tanken. Unser Aerokex sieht hier jetzt auch schon sehr schlecht aus. Wir kriegen den Donnerblitz auf Aerokex. Reicht der aus? Nein, der reicht noch nicht aus. Wir kriegen die Standpauke durch. Damit ist es auf jeden Fall, dass wir den nächsten Hit tanken können. Und auch die Hitzewelle wird nicht mehr so viel Damage machen. Wir gehen dafür denn jetzt auf ein Eisstrahl auf Zapdos, da uns das einfach größere Probleme bereiten wird. Und gehen dafür auf ein Ableithieb auf Glurak, wenn er das gar... Ja doch, er wird es glaube ich dabei haben und wird hier mit Glurak rauswechseln wollen. Und nee, er geht für den Solarstrahl, ist okay, kann man machen. Das müssten wir eigentlich tanken. Und da aktiviert sich dann unser Schwächenschutz. Und dann können wir auch Zapdos hier an dieser Stelle rausnehmen. Das müsste jetzt eigentlich sehr, sehr, sehr viel Damage machen. Und wir überleben es. Und damit können wir hier Zapdos rausnehmen. Reicht es aus? Ja, ja, es reicht aus. Es reicht aus. Und Aerokex bleibt hier auch noch in dieser Runde am Leben. Ja, Aerokex, du bleibst auch noch hier am Leben. Damit ist auch, glaube ich, jetzt der Rückenwind müsste jetzt auch eigentlich vorbei sein. Energie wurde ab... Ja, der Rückenwind endet auch in dieser Runde. Sieht jetzt schon mal sehr gut aus. Wir stehen hier noch mit 4 Pokémon. Milotic werden wir hier wahrscheinlich sterben lassen müssen. Und er wird jetzt eigentlich... Hat er nur noch hier Terrakium. Und was hat er noch mitgenommen? Was hat er hier noch mitgenommen? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir gehen hier mal safe für die Genesung. Wenn die Hitzewelle missen sollte, können wir die noch ein bisschen überleben. Bleiben mit Aerokex drinne und gehen hier auch wieder für ein Ableithieb. Ich würde aber sagen, diesmal auf Terrakium. Er wird wahrscheinlich hoffen... Ne, wir gehen auf den Glurak. Wir gehen auf Glurak, weil er, wenn er hier den Schutzschild macht... Ne, er macht hier den Steinhagel. Kriegen wir den Flinch? Bitte nicht. Bitte nicht. Den tankst du. Komm, Aerokex. Bitte kein Flinch. Bitte kein Flinch. Den müssen wir... Überleben wir den hier noch? Nein, leider nicht. Damit haben wir hier nur noch unser Bisaflor und unser Dementeros. Aber es sieht schon mal nicht so schlecht aus. Und wir liegen hier mit unser... Bisaflor und wir können jetzt dieses Glurak können wir hier jetzt direkt rausnehmen, wenn es ein bisschen mitläuft. Und ich tippe mal darauf, er wird hier wahrscheinlich auf den Protect gehen wollen. Aber das Glurak muss hier rauswechseln, weil es sonst leider weg ist. Und wir gehen hier einfach für Steinhagel und für die Edelsamen aus Glurak, weil er muss leider hier auswechseln. Das geht nicht, sonst ist sein Glurak weg und er kann es hier noch sehr gut gebrauchen. Und ja, wir gehen jetzt auf die Edelsamen. Wenn er jetzt rauswechseln sollte, er könnte auch den Schutzschild spielen auf Glurak, aber es würde ihnen nichts bringen, da das Terrakium uns nicht hart treffen kann mit dem Meteoros. Und wir einfach weiter unser Steinhagel machen können. Und mit Bisaflor stehen wir hier auch ganz gut da. Er geht hier für Schutzschild. Auf Terrakium ist okay. Damit will er sich noch eine C-Runde rausholen. Und damit haben wir auch dieses Glurak rausgenommen. Und was ist jetzt sein letztes Pokémon? Das ist jetzt die Frage. Was ist hier sein letztes Pokémon? War es ein Crit? War es ein Crit? Ja, ich glaube, es war sogar ein Crit. Und die Edelsamen tun leider nichts. Die machen nichts. Nichts machen sie. Da er sich schützt. Und was ist jetzt sein letztes Pokémon? Ist es wirklich Gastrodon? Nein, er bringt hier auch sein Dementeros mit. Okay. Das ist jetzt, schlecht. Wir haben jetzt nämlich schon einmal den Bedroher rausgekriegt. Und wir können nur weiter auf unser gehen. Ich hoffe, wir sind schneller und wir werden jetzt erstmal hier einmal die... dann spielt er wahrscheinlich hier den Double Flinch oder versucht den Double Flinch mit zweimal Steinhagel. Und er kriegt hier auch seinen Steinhagel durch. Dann haben wir eine 20%ige Chance, dass wir hier angreifen können. Und es macht so viel Schaden. Es war auch noch ein Volltreffer. Wow. Dementeros wehrt hier die Attacke ab und jetzt hoffen wir eigentlich, dass wir mit Bisaflor durchkommen.
Das wäre nämlich sehr gut. Und wir kommen durch die Ilesamen treffen. Das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. Und die Sonne verliert auch an Intensität. Damit können wir uns jetzt erstmal in Ruhe wieder hochheilen. Nehmen noch ein bisschen live ab. Und gucken wir, dass wir das jetzt auch auf Dementeros rüberkriegen. Wir gehen hier wieder für den nächsten Steinhagel. Sind wir hier im Speedhike? Ich glaube nicht. Also ich habe ein frohes Dementeros. Nein, ich glaube nicht. Und vielleicht kriegen wir ja jetzt hier mal endlich mal einen Flinch. Das wäre so bitter, weil er schon den Quit gekriegt hat. Aber ja, wir kriegen hier einen Flinch. Super. Er geht hier auch für den Steinhagel. Muss er auch. Was er hier machen kann, ist eigentlich nur noch, dass er hier auf den Double Flinch hofft. Wir gehen aufs zweite Mal Edelsamen. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns eigentlich sogar schon mehr hochheilen. Anstatt, dass wir hier Damage bekommen mit dieser Floor. Ja. Ich würde sagen, GG, das haben wir hier schon in der Tasche. Aber es ist auch so gemein. Das Mega-Bisa-Floor ist so gemein. So gemein. Ja, es hält hier uns gut hoch. Und wir gehen hier wieder auf den Steinhagel. Gehen jetzt, ich weiß nicht, wir können hier gucken, ob wir eins rausnehmen können. Gehen hier auf den Gigasauger bei Terrakium. Und mal gucken. Also es ist hier für ihn, ich sag mal, schon an dieser Stelle gelaufen. Außer er kriegt hier wirklich mal zweimal den Quit oder dreimal den Quit und auch noch ein paar Flinches. Dann hat er hier natürlich wieder alle Karten offen. Aber das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ja, wir kriegen den zweite Mal den Flinch. Oh, das ist so bitter. Aber er spielt es ja selber auch. Muss man ganz ehrlich auch sehen. Damit fällt Dementeros gleich. Wir kommen hier wieder mit Visaflor durch. Machen nochmal guten Damage. Und heilen uns hier auch noch voll. Nehmen hier das Terrakium raus. Und jetzt steht nur noch unser Dementeros gegen das andere Dementeros mit Visaflor gegenüber. Ja, wir haben hier die Edelsamen drauf. Also es ist eigentlich schon sehr gut gelaufen. Und ja, was will man da eigentlich denn noch alles sagen? So, wir gehen jetzt wieder hier für die Steinhagel. Und gehen hier für... wir gehen hier wirklich für den Gigasauger. Für den Gigasauger, da er nichts mehr machen kann. Der Kampf wurde aufgegeben. Damit haben wir schon wieder einen Sieg weiter in der Tasche. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Und wir werden es jetzt versuchen, dass wir uns ein bisschen vorne in der Saison mal oben rankämpfen bei den Punkten von der Wertung her. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute!